kurz zusammen. Ich habe hier eine Aktionskühlbox. Ich habe schon ein Video gemacht drüber. Das verlinke ich euch natürlich. Diese Box hat minus 32 Grad für 450 Schweizer Franken. Eine absolute Hammerbox. Sie fängt, wird jetzt auch hier kalt. Sie fängt fast an zu kondensieren und ich habe hier drin, obwohl ich im T-Shirt hier stehe, nur 18 Grad. Aus diesem Grund geht jetzt die runter. Ich habe gesagt, sie packt minus 30 Grad und wir haben hier den Thermostaten überbrückt und er läuft auf Emergency. Normalerweise läuft die Box je nach Einstellung, das kann man umstellen, auf minus 18 oder sogar minus 22 Grad. Ich habe hier drin Wodka eingelagert. Das ist Wodka, ihr seht, er ist nicht ganz gefroren. Dieser hier ist auch am Gefrierlimit. Diese Wodka haben 37% und der hier hat 40%. Die kristallisieren jetzt hier aus und ja, frieren nicht ganz, also sind gerade so am Gefrierlimit dran. Jetzt diejenigen, die sagen, ja, der hat wieder Wasser eingefüllt, das sind, und die das schreiben in den Kommentaren, das sind Dummschwätzer, weil die sollten zuerst mal in die Schule gehen und lernen, dass Wasser sich ausdehnt, wenn es sie gefriert. Und wenn ihr eine Glasflasche habt und ihr habt da Wasser drin und die friert, wird in euch die Glasflasche zerplatzen. Ich habe hier noch polnischen Wodka, 95%, also der heißt Spiritus. Ja, der gefriert im Fall nicht. Die zweite Frage, die ihr habt in den Kommentaren zur Kühlbox, kriege ich hier 1,5 Liter Flaschen rein. Ich habe hier eine Low Mineral, ich sage mal ganz frech, die gehen nicht rein. Ich habe hier eine 1,5 Liter Coca-Cola vom Lidl, die geht auch nicht rein. Diese Flasche hier, das ist von Aldi, die wird ohne Korb reingehen, aber sonst ist die Box, hat nicht die Höhe, dass hier die Boxen reingehen. Mit der kleinen hier vom Aldi, da wird es funktionieren. Durchgehen kann ich euch nicht sagen, dass diese Box 1,5 Liter Flaschen reingehen. Die vom Aldi passt. Weiter, der Korb setze ich hier wieder rein. Also ohne Korb geht die Flasche nicht rein. Steht an. Könnt sie schräg legen, ist überhaupt kein Problem. Weiter habe ich eine Frage zu den Maßen. Ich verlinke euch den Shop. Aber da ist nur das Gesamtmaß mit den Griffen. Die Griffe werden nicht montiert geliefert, sondern lose, könnt ihr anschrauben, normales Gewinde drin. Und ohne Griffe hat die Box ein Maß von 595. Da haben die Leute gesagt, ja, die Box hat ja Esco-Kisten, Racco-Kisten, dann Metzger-Kisten, das ist das hier. Diese Kisten haben alle ein Maß von 60 mal 40. Die Box bleibt also darin. Box, es fehlen 5 cm. Wir haben auch zum Beispiel diese Kisten hier. Das sind die vom Gemüse, auch diese Box hat genau das Maß hier, also die Box passt in das Euro-Maß rein, also brutal gesagt mit dem Stecker, einfach ohne Griffe. Ihr könnt auch so einen Boden nehmen, aushängen und die Kiste draufschrauben, dann habt ihr ein Grundmaß, was in eurem Racco-System reinpasst. Aber eben, diese Box ist nicht für immer lieferfähig. Das ist jetzt aktuell mit diesem starken Kompressor.
Dann hat jemand gefragt, ich sollte die Bedienungsanleitung zusenden. Wir haben die neue. Die verlinke ich euch unten drin im Beschrieb. Dann könnt ihr sie da runterladen, durchlesen, was ihr möchtet. Dann eine weitere Frage war, kann ich mit dieser Box auch die Spannung messen? Ihr habt richtig verstanden. Mit dieser Box die Spannung messen, was ihr von der Stromversorgung habt. Das geht. Das geht mittlerweile mit allen Boxen. Wir haben jetzt, ich habe den Kompressor, ich habe hier umgestellt auf Normalbetrieb. Kann ich natürlich die Temperatur, ich habe sie abgeschaltet, habe ich jetzt minus 15 Grad, ich habe ein bisschen erwärmt. Ich kann hier die Taste Set einmal drücken. Dann kommt die Solltemperatur jetzt hier eingestellt auf 7 Grad. Und wenn ich diese zwei Tasten miteinander drücke, 5 Sekunden, und die Taste drücke, dann kommt 27,19 Volt. Warum 27,19 Volt? Wir gehen dem Kabel hier nach, das ist hier runter, geht hierher und geht dann hier auf dieses Netzgerät. Wenn ich jetzt diese Kühlbox über Set drücke und runterfahre auf minus 18 Grad, sollte die Box anfangen zu kühlen. Geht im Moment. Und jetzt drücke ich wieder diese zwei Tasten und hier drauf, da habe ich eine Spannung von 26,9 Volt. Ihr seht jetzt also, ich habe hier schon einen Spannungsverlust von diesem Netzgerät hier runter über das Kabel in die Kühlbox. Also auch mit dieser Kühlbox kann man die Spannung, den Spannungsabfall messen, mal vorher messen, nachher messen und dann die Differenz rechnen. Ja, das sind die Nachträge. Wenn ihr noch mehr Fragen habt zu der Kühlbox, stellt sie mir unten in die Kommentare. Wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, das ist okay, könnt ihr auch machen, aber dann erklärt das so in E-Mail, dass ich es verstehe, was ihr meint. Ich bin ja erst seit 40 Jahren auf Kältetechnik und da kommen Fragen an. Ja, unten verlinke ich euch die Betriebsanleitung, unten verlinke ich euch die Zugänge zum Schweizer und deutschen Job. Und hier verlinke ich euch das alte Video, was auch über diese Box geht. Und hier noch ein Link zum Netzgerät unten drin. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.